Hallo und herzlich willkommen vom 13. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland, heute hier in Riesa. Und ich sitze gemeinsam mit dem Landratskandidat für Görlitz, Sebastian Wippe. Herzlich willkommen. Hallo Mary. Herr Wippe, wie ist denn die Stimmung hier auf dem Parteitag? Die Stimmung auf dem Parteitag ist im Moment noch ein bisschen schwer abzuschätzen, weil wir reden ja immer noch über die Tagesordnung oder wie sie eigentlich aussehen soll. Aber was hier persönlich entgegengebracht worden ist, und da freue ich mich sehr, sind natürlich Glückwünsche von Leuten aus allen möglichen Bundesländern. Und das ist schon mal sehr gut. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt einen guten Bundesvorstand wählen und vor allem noch gute inhaltliche, sachliche Beschlüsse fassen. Und auf diese Glückwünsche möchten wir uns ja auch heute beziehen. Also von meiner Person aus auch nochmal herzlichen Glückwunsch sozusagen zum zweiten Platz für die Landratswahl in Görlitz. Sind Sie denn zufrieden mit dem Ergebnis? Naja, ein erster Platz wäre natürlich immer noch besser als ein zweiter Platz. Das ist ganz klar. Und der Anspruch ist ja, dass wir es schaffen, einen Landrat zu stellen. Und das möchte ich natürlich für meinen Landkreis, aber auch für die Alternative für Deutschland schaffen. Insofern muss ich jetzt natürlich Gas geben, dass wir mal in die zweite Runde gehen, dass ich da den Mitbewerber von der CDU noch überhole. Die zweite Runde wird am 3. Juli stattfinden und Sie sind ja schon bereits 2019 als OB-Kandidat angetreten in Görlitz. Und da haben ja die anderen Parteien alle wirklich taktisch, auch offen taktisch gewählt, um Sie zu verhindern. Denken Sie, das könnte sich wiederholen? Genau, das ist schon in der ersten Runde passiert. Diesmal gab es keine Kandidaten von Rot-Rot-Grün. Und die Grüne Partei hat ja direkt dazu aufgefordert, den CDU-Kandidaten zu wählen. Auch die Freien Wähler haben dazu aufgefordert. Also man hat jetzt schon versucht, das in der ersten Runde zu machen. Die SPD hat das jetzt nicht laut ausgesprochen, die Linken auch nicht. Aber natürlich wissen die Wähler, was zu tun ist, weil die sind ja schon geübt seit 2019, wo sie es zweimal gemacht haben. Einmal bei der Oberbürgermeisterwahl und dann nochmal bei der anschließenden Landtagswahl. Ja, also das wird definitiv kommen. Die FDP-Kandidatin, nehme ich stark an, wird heute noch zurückziehen. Also heute ist quasi die Frist zur Entscheidung. Ja, und dann werden wir sehen, was passiert. Da werden wir uns definitiv drauf einstellen. Werden jetzt die Leute nochmal motivieren, zur Wahlurne zu gehen. Gerade in den Bereichen, wo die Wahlbeteiligung niedrig war. Und dann hoffe ich, dass es klappen. Weil eins ist klar, jetzt gilt's. Und wer den Wechsel will, der muss auch einen Wechsel wählen. Ist es nicht unglaublich paradox, dass gerade die Parteien, die sich immer ganz groß Demokratie auf die Fahne schreiben, ja wirklich auch offen sagen, dass sie sich quasi in eine Art Wahlbündnis zusammentun, um einen demokratischen Kandidaten zu verhindern? Ja, selbstverständlich bin ich auch ein Demokrat. Ja, wer da was anderes behauptet, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Das muss man ganz klar so sagen. Ja gut, natürlich ist es in der Demokratie legitim, sich Mehrheiten zu besorgen und für sich selber zu werben. Das macht die CDU, ja, das macht sie taktisch. Also insofern ist es noch kein Betrug. Aber ich frage mich natürlich, wie weit will ein Grünwähler gehen, um sich selber zu verbiegen, um der CDU quasi zur Macht zu verhelfen. Welchen Preis bezahlt eigentlich die CDU, wenn sie einen Landratskandidaten von Roten und Grünen Gnaden hat? Ja? Und das eigentliche Problem ist, dass man mit einer starken Kraft, wie sie die Alternative für Deutschland darstellt und wie ich sie auch repräsentiere bei uns im Landkreis, einfach nicht reden möchte. Und damit erweist man der Demokratie wirklich einen Bärendienst. Weil man muss ja mit den Leuten auch reden. Man muss ja auch in einem Kreistag, im Stadtrat, aber auch im Landtag um Positionen ringen. Ja, und nicht Leute ausschließen und die Diskussion von vornherein ablehnen, nur weil da jemand von der Alternative für Deutschland sitzt. Wer aber noch vor allem mit den Bürgern redet, ist ja die AfD. Haben Sie da vielleicht das eine oder andere Highlight, was Sie aus dem Wahlkampf vielleicht heute uns auch berichten könnten? Vielleicht ein Gespräch mit einem Bürger? Naja, so wirklich spannende Highlights gab es eigentlich nicht. Was man immer wieder hört, und das passt natürlich ganz gut auf den Bundesparteitag, ist, die Leute wollen keine zerstrittene AfD. Leute wollen eine Partei, die an einem Strang zieht, weil sie sonst sagen, wenn ihr zerstritten seid, wie wollt ihr denn das Land regieren? Und das ist auch ein Signal, was von diesem Parteitag hier ausgehen muss. Ja, und dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen und dann können wir gerne streiten. Dann können wir auch laut und heftig streiten, auch über Inhalte. Aber wenn Beschlüsse gefasst sind, dann bitte doch verdammt nochmal, dann werden diese Sachen durchgezogen und von allen dann auch mitgetragen. Und wer dazu nicht in der Lage ist, der sollte halt nicht in die Politik gehen. Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Wippe, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin viel Erfolg hier auf dem Parteitag. Ja, danke fürs Gespräch. Viel Spaß noch.